Meine Damen und Herren, es ist alles wie Katz. Der Mensch kann anstellen, was er will. Es nützt nichts, es geht doch alles daneben. Du bist klüger heute. Die Philosophen wissen es, die Dichter wissen es, die Schriftgelehrten wissen es. Und sie werden nicht müde, es uns immer wieder zu sagen. Alles menschliche Bemühen ist töricht, vergeblich, absurd. Ist furchtbar tragisch. Aber es ist auch furchtbar komisch. Wir haben uns zum Beispiel angewöhnt, die Werke von Franz Kafka als etwas Ernstes, als etwas Beunruhigendes einzuschätzen. Der Autor selbst indessen fand seine Bücher eher erheiternd. Und so hat sein Freund Max Brod uns überliefert, dass Kafka, als er im Freundeskreis zum ersten Mal seinen Prozess vorlas, immer wieder von Lachanfällen geschüttelt wurde und dass diese Heiterkeit sich auch auf seine Zuhörer übertrug. Kafka und seine Freunde amüsierten sich brüllend über die lächerlichen Verhaltensweisen des Prozesshelden. Der englische Filmhistoriker Raymond Dergnet zitiert in seinem Buch The Crazy Mirror, das sich mit den Slapstick-Filmen beschäftigt, diese Anekdote der jüngeren Literaturgeschichte, um die Untiefen in der Komik von Mr. Laurel und Mr. Hardy auszuloten. Und Dergnet kommt von Kafka auf einen der schönsten Laurel und Hardy-Filme, auf den Film The Music Box. Wir sahen eingangs ein Stück daraus und schreibt, hier haben wir den Sisyphus-Mythos in komischen Termini. Eine kleine Hymne auf die Vergeblichkeit der Arbeit, eine Studie in Absurdität, die man ohne das geringste Zögern neben die besten Werke des absurden Theaters stellen kann. Tut das weh? Und diese Grundtöne der Musicbox ziehen sich als Leitmelodie durch das ganze Schaffen von Mr. Laurel und Mr. Hardy. Ihre Filme handeln hauptsächlich von sinnlosem Bemühen und stoischem Widerstand gegen die Unerbittlichkeit des Desasters. Du hast recht, Olli. Du kannst einen Stein nie umstimmen. Und auch in dem Film, den wir heute Abend sehen werden, geht es um eine Sisyphus-Arbeit von kafkaeskem Albtraumformat. Es handelt sich um den Film Pack Up Your Troubles, der im Jahr 1932 von George Marshall inszeniert wurde. Und dieser Film, der wie eine Militärklamotte in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges beginnt, wächst sich zu einer verrückten Odyssee quer durch die Heimatfront aus. Oh, Schaf, hast uns mal wieder eine schöne Suppe eingebrockt. Wieso ich? Die Idee war doch von dir. Mr. Laurel und Mr. Hardy haben es nämlich übernommen, die kleine Tochter eines Kameraden, der im Krieg geblieben ist, zu ihren wohlhabenden Großeltern zu bringen. Die Adresse dieser Großeltern kennen sie allerdings nicht. Dafür haben sie aber einen einzigen, sicheren Anhaltspunkt. Die Leute heißen Smith. Schließlich gibt es ja Telefonbücher. Ich könnte auch gehen. Gehen wohin? In den Kampf, wohin denn sonst? Und wieso gehst du nicht? Was soll denn das? Das ist doch wieder mal eine deiner typischen dummen Fragen. Ich würde ja sofort einrücken, hätte ich nicht diesen genierlichen Plattfuß.
wie wär's denn? Ich brauche junge Soldaten. Oh, wie ich sehe, bist du schon bedient. Na, dann geht's wohl nicht. Hey, Jim, wollen wir nicht mal die beiden da fragen? Sei nonchalant. Siehst du, da kommt er. Schönen guten Morgen, Herr Obergeneral. Darf ich Sie auch bitten? Sie möchten uns bitten? Also, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, wollen Sie nicht auch diese stolze Uniform tragen? Oh, es tut uns schrecklich leid, aber wir sind unpässlich. Ihr seid unpässlich? Ja, das ist ein ganz furchtbares Leiden. Oh ja, genau so hatte ich mir das gedacht. Ihr seid zwei Drückeberger und ganz elende Feiglinge. Was wagen Sie uns zu sagen? Sie sollten sich wirklich schämen, uns so herabzuwürdigen. Abzuwürdigen? Es tut mir leid. Sie sollten sich schämen. Das wusste ich nicht. Ihr dürft mir nicht böse sein. Nein. Hier. Dafür könnt ihr euch zwei Limonaden kaufen. Danke sehr. Seid mir schon genau die richtigen Musterknaben! Seht euch doch bloß mal an! Achtung! Oh. Oh. Halt deine Knarre fest, mein Hirn! Wir exerzieren das Ganze noch mal durch! Und wenn ich Halt sage, dann meine ich auch Halt! Halt, ihr Idioten! Bedeutet nicht eine einzige Bewegung! Achtung! Panzerteilung, rechts, weg! Halt! Das war ja sehr gut. Danke sehr, Herr Offizier. Exerzieren ja viel besser als wir. Ah,
Achtung, weggetreten! Ihr Hornochsen! Ich habe noch nie solche Schwachköpfe in meiner ganzen Laufbahn erlebt. Mal herhören, die ganze Hammelherde. Ich werde euch noch eine Chance geben. Wenn ihr dann immer noch wie verscheuchte Hühner rumlauft, dann habt ihr bis an euer Lebensende Küchendienst. Ist das klar? Wenn er sagt rechtsrum, dann machst du rechtsrum. Immer genau wie ich. Abteilung, links schwenkt! Marsch! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hättest du dem Saat schon gehorcht, müssten wir uns jetzt nicht mit dem Abfalleimer quälen. Ich habe ja hingehorcht. Und warum bist du dann in die falsche Richtung gelaufen? Weil mir die Richtige nicht eingefallen ist. Nicht eingefallen? Hier stinkt's wie die Pest, bring endlich die Eimer weg. Wo sollen wir das Zeug überhaupt hinbringen? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Oh, sollt ihr den Müll denn schon hinbringen, ihr Blödmänner? Tragt das Zeug doch zum General. Weißt du, warum wir das Zeug zum General tragen sollen? Jetzt stellst du schon wieder dumme Fragen. Warum tust du nicht einmal das, was man dir sagt? Weißt du nicht, dass man stets nach Dienstvorschrift zu handeln hat in der Armee? Befehl ist Befehl. Komm schon. Wenn der General auf dem Müll besteht, dann soll er ihn auch haben. Bitte. Hey, wer hat euch denn unsere Gulaschkanonen anvertraut? Hallo, Eddie. Was ist los? Was habt ihr Eierköpfe wieder angestellt? Stell dir vor, wir sind befördert worden in die kulinarische Abteilung. Ist das inklusive Abwaschen? Ihr wisst doch, dass ihr am Freitag mit meiner Frau zum Essen verabredet seid. Ja, ja, natürlich. Bei guter Führung haben wir bis spätestens Donnerstag unsere jetzige Aufgabe erledigt. Na, dann ist es ja gut. Dann werdet ihr auch meine Tochter sehen und die wird sich riesig freuen. Hey, Smith, du wirst hier drüben in der Halle verlangt. Okay, ich komme gleich. Und vergesst nicht, Freitag. In Ordnung, bis Freitag. Er ist ein feiner Kerl, nicht? Ja, wirklich, das ist er. Sind Sie der General? Nein. Ist er zu Hause? Ja. Was wollen Sie denn von ihm? Ich soll den Dreck da abgeben. Den Dreck da abgeben? Rogers! Ja, Sir? Kommen Sie mal her. Dann bringen Sie ihn am besten gleich rein. Mhm. Guten Morgen, Sir. Morgen. Rogers, riechen Sie auch etwas? Nein, Sir. Ich habe eine Erkältung im Anzug. Ich möchte keine Grapefruit heute Morgen. Jawohl, Sir.
soll denn das hier bedeuten? Rogers, schnell! Rogers! Ich soll... Rogers, los, schnell! Schaffen Sie den Mist raus, aber ein bisschen plötzlich los! Rogers! Rogers! Oh! 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 Ja, wer ist denn da? Mein Liebes, magst du denn den Papi noch? Ja, sicher hast du den Papi lieb. Wo ist denn meine Frau? Konnte sie nicht kommen? Ist es denn gar nicht zu ändern? Nein, wahrscheinlich nicht. Die arme Kleine. Ja, das bedrückt mich auch am meisten. Armes Kind. Wenn ich sie wenigstens zu meinen Eltern bringen könnte. Ja, geht das denn nicht? Eben nicht. Sie haben sich mit meiner Frau nicht vertragen. Und jetzt ist alles aus. Eieiei. Ach, wir zwei schlagen uns schon durch. Nicht wahr, meine Süße? Ich komme Freitag nach Hause. Dann besprechen wir alles. Auf Wiedersehen, mein Liebling. Bis Freitag. Wiedersehen. Hey, Eddie! Wir können doch nicht am Freitag. Der General denkt also, ich hab die Schuld. So ist es doch, hm? Das zahle ich euch ein. Das kann ich euch sogar schriftlich geben, wenn ihr wollt. Irgendwann werde ich euch zwei Kartoffelfresser schon kriegen. Und dann habe ich auch mein langes Küchenmesser dabei. Verlasst euch drauf. Und wenn ich es erst ordentlich gewetzt habe, dann könnt ihr nur noch beten, dass wir nicht zusammen in einer Zelle sitzen. Habt ihr mich verstanden? Schwadron ins Gefecht. Vorwärts, aufstehen. Na los, raus aus den Federn. Auf eure Posten. Na los, macht, dass ihr hochkommt. Wirst du jetzt endlich aufwachen? Ah, ah! Sieh nach, was los ist.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir wieder mal frisches Wasser nehmen? Das ist kein Wasser. Das ist Kaffee. Schütte es weg und hole sauberes Wasser. Hier doch nicht. Und schütte es draußen aus. Kaffee. Hey, könnt ihr denn nicht mal etwas leiser sein? Was ist bloß los mit ihm? Keine Ahnung. Seit er die Nachricht über das Baby hat, ist er völlig verändert. Wieso hat er Familienkrach? Die alte Frau ist nicht mehr da und jetzt passen Fremde auf das Kind auf. Warum schickt er es nicht einfach zu seinen Eltern? Das bringt mich auf eine gute Idee. Komm mit. Wo willst du hin? Stell keine Fragen. Komm mit. Wir schreiben heute noch an Eddies Vater, er soll schleunigst die Kleine holen. Wie willst du denn seine Adresse finden? Mit etwas Takt. Aufstehen, Smith! Smith, los, steh auf! Du hast Wache! Okay. Hallo. Na, hast du gut geschlafen? Ja, prima. Du, Eddie, wo ist denn eigentlich deine Kleine jetzt? Warum interessiert dich das denn? Weißt du, es geht doch jetzt schon auf Weihnachten zu und wir dachten, wir könnten der Kleinen ein schönes Weihnachtsgeschenk machen. Ach ja, das ist ja sehr lieb von euch. Kannst du uns vielleicht die Adresse geben? Ja, natürlich, okay, ja. Hier ist sie. Sie steht auf der Rückseite. Wenn du sie abgeschrieben hast, gibst du sie mir zurück. Ach, Eddie, noch eine Kleinigkeit. Wie ist die Adresse von deinem Vater und deiner Mutter? Was? Wollt ihr denn meine Eltern auch zu Weihnachten beschenken? Na klar. Na klar. Wie soll ich denn das wieder gut machen? Ihr seid großartig. Löse dich ab, du kannst gehen. So, nimm dir Zeit, dass du kommst. Jetzt hättest du beinahe unseren ganzen Plan verdorben. Smith? Ja, Sir? Okay. Sprung auf! Anfang! Hände hoch! Los! Los! Los!
nichts Besonderes. Hat's einen von uns erwischt, Sergeant? Ja, Smith hat's erwischt. Smith hat's erwischt? Jetzt machen wir einen Gegenangriff und schnappen uns einen Gefangenen. Ja, Sir. Wer meldet sich freiwillig? Ich übernehme das, Sergeant. Ich weiß was Besseres. Das ist aber nett, dass ihr euch freiwillig meldet. Das lobe ich mir. Ihr beide geht auf Patrouille. Vorwärts. Na los. Nein, nein. Oh, eigentlich habe ich gar keine Zeit. Diese Seele. Los doch, du Schnecke. Willst du deinen Kumpel alleine gehen lassen? Na bitte. Kommt mir ja nicht ohne Gefangenen zurück. Kumpel. Jawohl. Die sorgen mir für Ersatz. Jawohl. Die beiden gehen mir nicht mehr auf den Wecker. Jawohl. Daddy. When is he coming home? How should I know? Now stay in the other room and don't bother me. Run along now. So you can sleep. It's too bad you're so tired that you can't watch her for a couple of minutes. Shut up. No, I won't shut up. Shut up? If it wasn't for this money you get for that kid every month, you'd starve to death, you big loafer. So you're starting that again, are you? Yes, and I've not finished.
stand to see. You ain't. I've got to do everything around here. I'm going to finish it this time for you. Get in that kitchen. Oh, come here. Dad, Dad, why don't you come and take it away from me? Come out of there. You're to blame for all this. Come on. Come in. Guten Morgen. Was suchen Sie hier? Ist das Baby von Eddie Smith? Ja, was geht Sie das an? Oh, komm doch zu mir, meine Kleine. Hey, was soll denn das bedeuten? Sie ist ganz der Vater. Ja. Wir wollen Eddies Töchterchen mitnehmen. Was? Wer sind Sie denn? Ich bin Mr. Hardy und das ist mein Freund Mr. Laurel. Und wer hat Sie damit beauftragt? Wir sind Freunde von Ihrem Vater. So, ich kenne euch zwei Dummköpfe nicht. Und Eddies kleine Tochter werdet ihr nicht mitnehmen. Klar? Was geht Sie denn das Mädchen an? Was mich das Mädchen angeht? Ja. Machen Sie das noch mal. Gerne. Setz dich, beide Süße. Jetzt. Hey, Jerry! Two guys beating it with a kid. Get them! What's the matter, Jack? Get that kid and give those two monkeys the works. Sure. Na und, was tun wir jetzt? Ganz einfach. Jetzt suchen wir Mr. Smith. Du weißt ja nicht, wo er lebt. Überlass das doch mir. Das ist die einfachste Sache von der ganzen Welt. Na komm schon. Ja. Komm schon. Ja. Verzeihen Sie bitte, Herr Polizist. Können Sie uns bitte sagen, wo wir Mr. Smith finden? Smith? Ja, Sir. Smith? Habe ich schon gehört. Welcher Smith? Eddies Vater. Was für ein Vater? Der Vater von diesem Kind. Wie ist denn sein Name? Wessen? Wer? Na, von dem Vater von dem Kind. Den sucht ihr doch wohl, nicht? Aber nein, Sir. Nein? Der Mann, den wir suchen, ist der Vater von dem Kind. Ah, so ist das. Jetzt verstehe ich. Es ist der Großvater, den ihr sucht. Ja, Sir. Richtig, den suchen wir. Ja. Ja, warum sucht ihr den Großvater denn? Suchen wollen wir ihn gar nicht. Wir wollen ihn finden. Ach, es ist so, er kennt das Mädchen überhaupt nicht. Ja, wir waren zusammen in Frankreich und er schon gut. Nun wartet mal einen Augenblick. Einen Moment, bitte. Entspannt euch bitte etwas. Entspannt euch. Komm her, Schätzchen. Jetzt hör mal zu. Kannst du mir vielleicht sagen, wen diese beiden Herren suchen und finden wollen? Mr. Smith? Mr. Smith. Das ist aber fein.
Sag mir doch, Schätzchen, wo wohnt denn Mr. Smith? Wo? Wenn ihr beide euch ein Adressbuch besorgt, könnt ihr euch eine ganze Menge Arbeit ersparen. Komm schon. Wie kommst du auf die Schnapsidee, einen Polizisten zu fragen? Die Adresse stimmt? 543. Ist Mr. Smith zu sprechen? Ich bin Mr. Smith. Sind Sie Eddies Vater? Was für ein Eddie? Ist schon gut. Wir wollen nicht lange diskutieren. Danke sehr. Wir haben uns nur gedacht. Schon gut. Schon gut. Schon gut, ja. Komm, mein Herzchen. Ist Mr. Smith da? Ah. Hey, Schlachtschiff, hier will dich jemand sprechen. Sind Sie Mr. Smith? Ja, was gibt es denn? Dieses ist die Tochter von Ihrem Sohn. Hm. Die Tochter von meinem Sohn? Ja, Sir. Erpresser! Oh! Wie heißt die nächste Adresse? 311 Chester Drive. Also gut. Oh, what a handsome bridegroom. Put a stain Papa place. Die sitzt eben nicht, Papa. Kommt mir ziemlich albern vor. Na, wie geht's denn unserem Bräutigam? Oh, etwas knieweich, aber ich glaube, er schafft es schon. Ich bin wirklich stolz, dich in meine Familie aufzunehmen. Ja, ich weiß, dass du und meine Tochter ein goldiges Liebespaar sein werdet. Ja. Vielen Dank, Mr. Hesley. Ja. Die Braut ist bereit, Sir. Danke sehr. Gehen wir. Es ist soweit. Nicht nervös werden, mein Junge. Nimm alle Kraft zusammen. Telegramm für Mr. Smith. Smith? Der wohnt schon lange nicht mehr hier. Kennen Sie seine neue Adresse? Ich habe keine Ahnung. Na gut, danke. Ist das 311 Chester Drive? Ja. Danke sehr. Das macht nichts. Moment mal, ich mache das. Du hast schon genug Unheil angerichtet. Wir hätten gern den Hausherrn gesprochen. Mein Herr ist sehr beschäftigt und kann Sie nicht empfangen. Das glaube ich nicht. Sie melden ihm, wir hätten Eddies Kind. Ja, Sir. Hm? Das Kind von Eddie? So ist es. Ich melde Sie gleich an. Bitte gehen Sie nicht weg. Einen Moment, bitte. Einen Moment. Wir sind heute hier versammelt. Verzeihen Sie bitte. Moment, ich. Wir sind heute hier versammelt, weil. Was soll das heißen?
Sind Sie etwa der Hausherr persönlich? Das bin ich. Wir bringen Ihnen Eddies Kind. Eddies Kind? Ja, Sir. Das ist ja wirklich unglaublich. Ich dachte mir schon, dass Sie überrascht sind. Eddie hat es selbst nicht gewollt. Natürlich wollte er nicht. Ja. Komm mit, mein Kind. Komm mit. Gehen Sie nicht weg. Gehen Sie nicht weg. Bleiben. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ja, Sir. Wir sind heute hier versammelt. Augenblick. Was hat das zu bedeuten? Ach, das fragen Sie doch. Dieser Hurenbock hier ist der Vater von diesem Kind. Das ist doch wohl ein übler Scherz. Ich werde singen. Seien Sie doch vernünftig. Die Hochzeit fällt aus. Die Hochzeit fällt aus. Fällt aus. Ich habe es ja gewusst, ich wollte nur nicht sagen. Das war der größte Skandal, den ich je erlebt habe. Das werden Sie mir böse machen. Ach, ich muss böse. Einen Augenblick mal. Wer sagt, dass ich der Vater des Kindes bin? Ja, wer sagt das? Sie spielen auch noch den Unschuldigen. Markins, führen Sie die beiden Männer herein. Ja, Sir. Ja. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Würden Sie bitte reinkommen. Schnell, bitte. Kommen Sie, schnell. Kommen Sie. Hier sind die beiden, Sir. Guten Tag, Chef. Also, ist dies oder ist dies nicht Eddies Kind? Das ist es ganz sicher. Oh. So, jetzt können Sie es nicht mehr leugnen. Das ist eine Lüge. Sie, Ferkel, Sie. Oh. Blaubart. Oh nein, Papa, das stimmt doch nicht. Dir werde ich sein. Nein, nein, nein. Oh. Wie kann ich Ihnen jemals dafür danken, Alter meiner Tugend? Schmerz. Sie haben meine und die Ehre meiner Familie gerettet. Sehr verbunden. Nein, Papa, bitte nicht schlagen, nein. Ich tue es ja auch nie wieder. Nein, Papa, oh Mama. Was ist denn mit den beiden passiert, Mr. Smith? Och, die beiden sind bloß... Smith? Sagten Sie gerade zu mir, Mr. Smith? Ja, Sir. Markins? Sir? Mein Gewehr hätte ich gern. Ja, Sir. Mein Name ist nicht Smith, sondern Hathaway. Ich fürchte, das war ein kleiner Fauxpas. Ich befürchte genau dasselbe. Tut mir leid, wenn wir Ihnen Unannehmlichkeiten gemacht das haben. Ich war's denn. Die nächste Adresse ist 94 Kelbrook Avenue, gleich hier um die Ecke. Von jetzt an werden wir nur noch telefonieren. Komm, Stanley. Tut mir wirklich sehr leid. Ich habe schon mindestens 15.000 Smith angerufen. Wo ist denn Onkel Stan? Dein Onkel Stan ist heute Morgen schon ganz früh weggegangen. Weshalb denn? Weil er endlich deinen Großvater finden muss. Ach, hoffentlich findet er ihn nicht so schnell. Sei schön lieb und spiel weiter. Onkel Olli hat noch eine Menge Arbeit zu tun. Ja. Onkel Olli?
Das hat aber mächtig gebumst. Nein, kein bisschen. Wo warst du denn? Was? Wo du warst? Ich bin ganz bis Kopsi-Pipsi gewesen. Und das sind sie auch nicht. Du wirst mir doch nicht erzählen, dass du den weiten Weg gemacht hast, nur um diese zwei zu besuchen. Weil ich dachte, diesmal sei ich bei den Richtigen. Vertrödelst nutzlos deine Zeit mit sowas, während ich den ganzen Tag im Haushalt schufte. Wann tust du denn endlich etwas, um mir zu helfen? Was kann ich denn tun? Pass hier so lange auf das Kind auf. Ich habe noch in der Küche zu bügeln. Die Gebrüder Smith. Oh. Kompott gesehen.
Und dann wollten sich alle drei hinsetzen. Da sagte der Vater Bär, wer hat auf meinem Stuhl gesessen? Den werde ich mit Haut und Haaren fressen. Und die Mutter Bär sagte, wo ist denn bloß mein Honigtopf? Weißt du es nicht, du kleiner Tropfen? Ja, sagte da das Bärenkind, den hab ich ausgeleckt geschwind. Und dann? Auf und bring jetzt endlich das Baby zu Bett. Was ist hier eigentlich los? Sie wissen bestimmt, dass Sie das Kind immer noch bei sich haben? Ja. Sie haben einen Würstchenstand da drüben an der Ecke der 2. Avenue und 16. Straße. Danke sehr für Ihre Information. Ich werde mich gleich darum kümmern. Bitte eine Zigarre. Ja, Sir. Eine schöne Havanna. Unsere beste Sorte. Kasse. Da bin ich wieder. Ja, wer kommt denn da? Wer ist denn das kleine Fräulein? Sie wollte unbedingt erst ihre beiden Onkel sehen, bevor wir unseren Spaziergang machen. Das ist fein. Lassen Sie sie nur nicht aus den Augen, Mrs. McTavish. Nur keine Angst. Ich achte genauso sorgfältig auf Sie wie auf mein eigenes Kind. Das ist gut. Na, dann will ich gut. Ein Augenblick, das habe ich beinahe vergessen. Und nun rate mal, in welcher Hand es ist. Dankeschön. Sei aber schön. Wiedersehen. Wiedersehen, Onkel. Wiedersehen, Schätzchen. Ah, guten Morgen. Sie wünschen bitte? Ich möchte eine Auskunft. Ja, Sir. Wir haben prima Hamburger, Frankfurter. Nein. Ich will keinen prima Hamburger. Ich will eine Auskunft. Wie man mir mitgeteilt hat, sollt ihr zwei in der Wohnung ein kleines Kind halten. Dazu habt ihr keine legale Berechtigung. Was geht das Sie an? Als der Beauftragte der Eastside Wohlfahrtsvereinigung sehe ich mich genötigt, das Kind sofort ins Waisenhaus zu bringen.
Nur über unsere Leichen werden sie sie ins Waisenhaus bringen. Bedeutet das, sie weigern sich, dieses Mädchen herauszugeben? Wir sind ganz eisern entschlossen. Das werden sie noch bereuen. Ich werde gegen sie einen Haftbefehl beantragen. Und ich schaffe die Kleinen doch ins Waisenhaus. Und zwar heute. Hey. Sagen Sie, warum lassen Sie sich nicht selbst ins Waisenhaus einliefern? Oh, Frechheit! Kann er denn das wirklich tun? Du hast doch gehört, was er gesagt hat. Wir müssen das Kind holen und fahren um die Ecke, damit sie uns nicht finden. Um die Ecke fahren. Wir müssen uns Geld besorgen und in ein anderes Land gehen. Hätten wir bloß den teuren Wagen nicht gekauft. Nein, wie gut, dass wir den Wagen haben. Damit fahre ich sofort zur Nationalbank. Warum? Wir refinanzieren unseren Geschäftsbetrieb. Und was machen wir mit dem Wagen? Und was machen wir mit dem Wagen? Stell nicht so dumme Fragen. Fahr mich zur Bank. Ich packe dir an der Fahrt. Und hör zu, fahr nirgendwo gegen. Meine Zigarre. Wir müssen ja schließlich Eindruck machen. Bring deinen Anzug in Ordnung. So kannst du doch nicht mitgehen. Na, nun komm schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie der Präsident? Nein. Was führt Sie zu uns? Uns führt der Weg zum Präsidenten. Hatten Sie mit ihm eine Verabredung? Nein. Tut mir leid, dann können Sie nicht zu ihm. Was heißt das, wir können nicht zu ihm? Ich sagte, Sie können nicht zu ihm. Wir können doch zu ihm, wenn wir den Weg... Augenblick mal, das überlassen nur mir. Nur weil Sie nicht der Präsident sind, können Sie doch lange nicht so mit mir sprechen. Augenblick mal, Saunders. Ich habe den Eindruck, dass Sie da etwas zu weit gegangen sind. Mein Büro steht für das Publikum jederzeit offen. Meine Herren... Darf ich Sie jetzt zu mir bitten? Bitte treten Sie näher. Zigarre gefällt. Danke. Bitte setzen Sie sich doch. Oh, danke sehr. Verzeihen Sie bitte, ein kleines Missverständnis. Darf ich Ihnen eine richtige anbieten? Das kann schon mal passieren. Ja, wir kommen in einer wichtigen geschäftlichen Angelegenheit und wir... Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Was ist denn? Gib mir doch ein Würstchen. Also, meine Herren, was kann ich für Sie tun? Wir möchten einen größeren Kredit aufnehmen. Haben Sie denn Kollateralien? Tut mir leid, wir haben keine Kollateralien. Wir möchten mit unserem Geschäft eine Sicherheit leisten. Was haben Sie denn für ein Geschäft? Wir sind in der Gaststättenbranche. Hier in der Stadt? Oh ja, überall in der Stadt. Hier und da und... Dort auch. Kettengeschäft. Nein, Gaststätten. Vergeben Sie bitte, mein Freund. Er kennt sich leider in Bank- und Hochfinanzfragen nicht aus. Das macht ja nichts. Wie ist der Name Ihrer Firma? Laurel und Hardy. Die Küche für die Elite. Welchen Betrag benötigen Sie denn? Ich denke, ein paar tausend Dollar würden uns über den Berg bringen. Tja, ich glaube, damit werden wir keine Schwierigkeiten haben. Meine Herren, wenn Sie mir nur ein bisschen Zeit lassen würden, dann schicke ich Ihnen morgen unseren vereidigten Schätzer.
Wir haben keine Zeit bis morgen. Das weiß ich auch. Sagen Sie, gehört das vielleicht auch zu Ihrem Geschäft? Nicht vielleicht, das ist unser Geschäft. Das ist Ihr Geschäft? Tja, Sir. Da nun alles geregelt ist, können wir vielleicht das Geld sofort kriegen? Wenn ich Ihnen $2000 auf ein Geschäft wie Ihres leihen würde, dann müsste ich besinnungslos sein. Siehst du, er ist besinnungslos. Dass ihr angehalten habt. 4 Ecken rase ich jetzt schon hinter euch her. Hier, das habt ihr eben verloren. Was ist denn mit ihm los? Das ist sicher der plötzliche Schock. Das hier ist seine Lebensversicherung. Legt das lieber auf die Bank, wo es sicher ist. Ja, sicher. Das machen wir. Und nochmals vielen Dank. Auf Wiedersehen. 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 Das ist das Haus. So. Was ist passiert? Ich habe gerade in der Stadt gehört, dass ihr Haus brennt. Sie müssen sich beeilen. Welches Haus? Ach, das sage ich doch nur, damit sie abhaut. Komm schon, hol die Koffer da drüben und lass uns packen. Wir müssen hier raus. Komm, mein Liebling, so setz dich schön dahin. Was treibst du da eigentlich? Du hast denn eingeschlossen. Warum sagst du denn nicht, dass du das warst? Im Schrank war es so dunkel, dass ich dachte, du hörst mich nicht. Und da habe ich Angst gekriegt. Pack doch jetzt endlich den Koffer fertig. Beeil dich. Wir müssen das Kind in Sicherheit bringen. Verzeihen Sie bitte. Können Sie uns sagen, wo die zwei Männer wohnen, denen der Würstchenstand da gehört? Ja, drüben in der Braunstraße. Obergeschoss. Oh, Stan! Stan! Was siehst du, sie kommen! Wir müssen sie schleunigst verstecken. Hier, nimm sie. Können wir sie in Schornstein verstecken? Ach, das geht doch nicht. Bring sie drüben hin. Ja. Wo sollen wir sie nur hin tun? Warte doch mal, du. Komm dann wieder raus. Ich hab's. Ich bring sie in den Küchenaufzug, bis ich hier aufgeräumt habe. Ich glaub, sie kommen. Sei nonchalant. Ja. Hier doch nicht. Irgendwo anders. Wo? Hier. Ja, bitte. Guten Tag miteinander. Sie wollen wohl gerade abreisen, hm? Da sind wir gerade rechtzeitig gekommen. Wo habt ihr das Kind? Was für ein Kind? Wohnung durchsuchen. Stehen Sie auf. Vorwärts, gehen Sie aus dem Bett raus. Hey du, komm da raus. Das ist doch kein Platz zum Spielen. Setz dich da drüben hin und warte, bis ich fertig bin. Suchen Sie in der Küche. Bewachen Sie die Tür. Oh, oh, oh.
Wollt ihr wohl da weggehen? Na gut, dann ist das Spiel vorbei. Gut, dass Sie zur Besinnung gekommen sind. Wo ist sie? Oben auf dem Dach. Holt die Leiter. Du, Olli, ich hab sie doch schon... Streit doch den Mist. Öffnen Sie die Tür! Stan, schnell! Du fährst mit dem Aufzug runter und dann schickst du ihn wieder auf! Im Namen des Gesetzes, öffne sie! Schick ihn wieder auf! Im Namen des Gesetzes, öffnen Sie die Tür! Stan! Beeil dich! Schick den Aufzug auf! Schnell! Na los, geht runter. Mach schnell! Wir müssen uns verstecken! Hier! Sind Sie hier durchgelaufen? Hier ist niemand durch. Bewachen Sie den Seiteneingang. Wir durchsuchen den Keller. Vorwärts. Sie suchen im Kohlenkeller. Jetzt aber raus hier. Vorwärts. Da kommen sie. Du musst ganz ruhig sein. Sind das die beiden, Sir? Ja, da sind sie. Haben Sie das Geld? Hier ist das Geld, Sir. Jetzt raus mit euch. Los, bewegt euch. Einen Augenblick. Ist dieser Soldat, der neben euch steht, Eddie Smith? Natürlich. Liebling. Was ist? Sieh dir das an. Mein Junge. Ja. Wieso haben Sie das? Sind Sie Eddies Vater? Ja. Das hat ja die Welt noch nicht gesehen. Er und ich haben Sie nämlich schon seit Monaten gesucht, Mr. Smith. Tatsächlich? Ja, und das ist Eddies Baby. Wie? Was? Mein Enkelkind? Oh, mein Enkelkind. Oh, Eddie. So eine Überraschung. Hören Sie. Lassen Sie die Herren frei. Siehst du? Es ist serviert, Sir. Bitte legen Sie 3 Gedecke mehr auf. Sehr wohl, Sir. Komm, mein Kind. Wir hatten allerhand Mühe, Sie zu finden, Mr. Smith. Meine lieben Freunde, jetzt habt ihr für eure weitere Zukunft ausgesorgt. Ist das nicht großartig? Jetzt haben wir ausgesorgt. Jetzt haben wir ausge... Was ist denn das? Oh, was ist denn passiert, Pierre? Hören Sie zu, wenn Sie immer so viele Leute zum Essen einladen, Meister, dann können Sie in die Küche gehen und selber kochen. Oh. Sieh mal an, die Verräter sind auch da. Ich hab euch doch versprochen, dass ich mein Küchenmesser mitbringe.